der Traum. Es ist immer wieder der gleiche Traum. Ich fliege zwischen den Sternen durch, geradewegs auf die Sonne zu. Allein, immer allein. Irgendwas sagt mir, eine Vorahnung, dass die Sonne jeden Moment explodieren wird. Und was mich am meisten beschäftigt ist, warum? Warum musste die Sonne sterben? Ich werde durch den Weltraum gewirbelt, zuerst der Schock, noch am Leben zu sein, aber ich nehme an, dass bald alles zu Ende sein wird. Ich sehe das Haus, wo es passiert ist. Wo die Rebellen der künstlichen Intelligenzen, die Silikanten, meine Eltern getötet haben. Ich möchte wissen, warum. Die Lichter! Ich muss unbedingt wissen, warum. Shane, pass auf sie auf. Ich hab's dir mal erklärt, weißt du noch? Sie sind da! Los, beeilt euch! Schalt das Ding aus! Was ist eigentlich los mit dir? Stell sofort den Krach ab! Weißt du überhaupt, wie spät es ist? Stell das ab! Na, endlich. Was zum Teufel ist dein Problem? Leute, aufgepasst! Es gibt was zu tun!
Also fertig machen, ein kurzes Frühstück und in 20 Minuten will ich Sie alle im Ladebereich sehen. Na toll. War sowieso Zeit zum Aufstehen. Hast du das verstanden? Ja. Achtung! Rührt euch! Okay, diesmal werden Sie vor Ort eingesetzt. Sie fliegen bis 250 MSK hinter den 7. Sektor des Kepler-Gürtels. Ihr Ziel ist die Bergwerksanlage auf Bunuel. Bodenangriff? Nein, Wachdienst. Sir, der Feind fliegt schwere Angriffe auf unsere Stellung in Proxima. Warum sollen wir für Wachdienst vergeudet werden? Die Überwachung und Förderung wertvoller Rohstoffe ist für die Kriegsführung von entscheidender Bedeutung. Beim gegenwärtigen Kriegsverlauf können wir uns Rückschläge unmöglich leisten. In den Minen auf Bunuel wird natürliches Helium-3 abgebaut, ein Bestandteil für die Herstellung von Raketentreibstoff. Ohne ihn ist jedes Schiff und jeder Jäger in dieser Flotte außer Gefecht gesetzt und wir werden sterben. Die Bergleute sollen die Erze einem bewaffneten Schutzkonvoi übergeben, der in 2 Tagen eintrifft. Ihre Anwesenheit garantiert, dass die Übergabe nicht durch feindliche Angriffsmanöver gestört wird. Alles klar? Ja, Sir. Ich weiß, Sie halten das Ganze für Routine, aber seien Sie vorsichtig. So etwas wie einen Routineeinsatz gibt es in diesem Krieg nicht. Ich bin als strategischer Berater für Luftkampfmanöver auf den Träger Colin Powell abgerufen. Das heißt, Branson, Sie machen den Truppführer, West ist Stellvertreter. Also vorwärts. Sir! Als Truppführer wäre West geeigneter. Wo ist das Problem? Sie lehnen Verantwortung doch sonst nicht ab. Kennen Sie das Gefühl, dass etwas da draußen lauert? Auf Sie wartet? Das Gefühl, dass man vielleicht nicht wiederkommt. Das Gefühl kennt jeder. Und wie wird jeder damit fertig? Sie fliegen los und dann kommen Sie wieder zurück. Oder nicht, je nachdem. Danke, dass Sie es so einfach machen. Branson. Was geschieht, wird von niemandem vorherbestimmt. Und mit Glück hat es auch nichts zu tun. Es liegt nur bei Ihnen, was passiert. Sie müssen einen klaren Kopf behalten und Fehler vermeiden. Dann kommen Sie auch zurück. Sehen Sie, so einfach ist das. Sie sind Truppführer. Vor der Grundausbildung war ich mit ein paar Freunden in Las Vegas. Und wir haben diese Show im Destiny Casino gesehen. Glanzzeiten von Vegas. Es waren alles Roboter-Animationen, aber einer war dabei. Ich habe vergessen, wie er hieß. Er war dick, trug so ein komisches Glitzerhemd mit riesigem Kragen und weißem Anzug, hatte monströse Koteletten, wackelt mit den Hüften wie ein Karatekämpfer und singt dieses Lied. Ahonk, ahonk. Ich hab mich totgelacht. Aber das Komische war, so schrill wie der Typ auch ausgesehen hat, ich könnte schwören, ich habe ihn hinterher in einem Zeitschriftenladen getroffen, und zwar gleich nach der Vorstellung. Es war unglaublich. Ein Riesenchaos. Invitros haben kein Glück im Spiel. Die Erfolgsquote der künstlichen Brutkästen lag ungefähr bei 27%. Wir brauchten unser ganzes Glück für unsere Geburt. Wir haben einen Verfolger. Entfernung im Moment bei etwa 100 km/h. Er nähert sich. Freund-Feindserkennung? Keine Antwort. Ist nur ein Objekt. Die Angriffsjäger der Chicks fliegen in Gruppen. Kann doch bloß ein Komet sein.
Navigator, hier ist Vanson. Kurskorrektur um 25 Grad. Ausweichmanöver. Verstanden. Ausweichmanöver in 3, 2, 1. Es hat den Kurs geändert. An die Station. Alle Mann auf Station! Alle Stationen bemannt. Okay, alles klar. Reflektor schon mal ausfahren. Zielcomputer aktiviert. Gib mir die Daten. Entfernung genau 75 km/h. Er kommt näher. Alle Stationen. Feindliches Objekt auf 14 Grad Backbord achtern. Okay. Shane, Signal auf Kanal 4. Nur Schatten auf meinem Radar. Silikanten. Negativ. Synthetische wurden hier nie gesichtet. Das sind Signale der künstlichen Intelligenzen. Objekt auf 3 Uhr. Von hier aus kriege ich ihn nicht. Na also! Ja. Schuss, Cooper! Treffer! Puh. Volltreffer. Feindliches Objekt vernichtet. War bestimmt ein Komet. Das sah mir ganz nach einem feindlichen Mutterschiff aus. Nein, ich glaube, du hattest recht. Der Brechungswinkel des Kometen hat bewirkt, dass es wie eine Kursänderung aussieht. Ja, zum Glück haben wir es hinter uns. Reflektoren schon mal. Volle Energie auf die... Wir beginnen Zielanflug. Icarus Bergwerkskolonie, hier 58. Staffel. Erbitte Landeerlaubnis. 12 down 10. 10 down 3. 5, 4, 3, 2, ankoppeln. Viel Glück, 58. Wir starten. Darauf habe ich Monate gewartet. Die Schwerkraft ist um 2/3 geringer als auf der Erde. Guten Flug. Der fliegt schön weit. Du verlierst ihn aus den Augen. Wang, für seine raffinierten Spielzüge bekannt, geht in Stellung. Er nimmt den Ball auf, geht 3 Schritte zurück und sieht einen freistehenden Spieler. Ein Traumpass. Touchdown! Ich kann es kaum erwarten, dass dieser Planet eine Footballmannschaft bekommt. 5 Milliarden Jahre in völliger Dunkelheit. Als wäre die Sonne erloschen oder sowas. Schluss mit dem Unsinn. Wir verschwenden Tageslicht. Welches Tageslicht denn? Das ist zwar im Pfadfinder-Einsatz, aber solange bis der Konvoi eintrifft, verhalten wir uns genau wie im Ernstfall. Sterling, Yemen, ihr bewacht inzwischen den Mannschaftstransporter. Ihr werdet die Bergleute über Funk informieren, dass die Losung Bulldog lautet. Die Antwort ist Chesty. Alle verstanden? Bulldog. Chesty. Der Rest der Truppe verteilt sich auf dem Gelände, also vorwärts. Woodhead und ich sichern die Westseite. Vergiss die Lose nicht. Wir bleiben in Funkkontakt. Sektor 7, alles in Ordnung. Kontrollpunkt 6 gesichert. Hier Woodhead. Alle Zufahrtswege sind frei. Bleib auf Empfang. Aufbereitungsanlage gesichert. Na, ist die Stimmung noch gut? Materiallagerplatz gesichert. Ist so verdammt still hier. Ja, das kann einen manchmal ganz schön verrückt machen. Wenn du nur noch deinen eigenen Atem hörst. Ja. Ja, Pumpenhaus 9 gesichert. Wir rücken weiter. Carrier!
sofort zurück zum Mannschaftstransporter! Zurück, hab ich gesagt! Komm schon! Deckung! Beeilung! Schon zurück! Es muss schneller gehen! Ja, lauf! Los, sichern! Gib uns Deckung! Schon nach! Lauf! Sie sind da! Mach schon auf! Nelson und Wilkett sind tot! Nachtsichtgerät. Alle Bergleute sind tot. Hat sich nicht nach Alienwaffen angehört. Es waren keine Außerirdischen. Bis keine Chicks sind, wer hat uns dann angegriffen? Und warum? Es sind keine Menschen. Und den Grund weiß ich auch nicht. Wir müssen jetzt zum Gegenangriff übergehen, bevor sie eine Verteidigung aufbauen können. Wir brauchen Verstärkung. Warten wir, bis der Konvoi eintrifft. Das dauert 12 Stunden. Von uns bleibt nichts übrig, außer Goldsternchen an Mutters Fenster, wenn wir hier rumsitzen und warten. Die sind doch in der Überzahl. Das gleicht sich aus, weil wir das hier haben. Wir können ohne Kenntnis der Lage keinen Angriff planen. Plattform 1 haben sie stillgelegt. Aber offensichtlich wird der Abbau unterhalb von Plattform 2 fortgesetzt. Die reißen sich das Heliumerz unter den Nagel. Sauerstoffversorgung und WAFA wurden abgestellt. Die was? Wiederaufbereitung für Flüssigabfälle. Die Anlage verarbeitet die hiesigen Flüssigabfälle, darunter auch Schweiß und Urin, zu Trinkwasser. Davon nehme ich auch welche. Hier ist ein unterirdischer Tunnel, der verbindet Plattform 1 und Plattform 2. Damit hätten wir also einen Zugang von außen. Hier sind eine Hintertür und eine Luftschleuse. Negativ. Shane, lass mich ausreden. Gordon und Wang führen ein Ablenkungsmanöver durch, indem sie Plattform 1 hinter Raketenfeuer stellen, während wir von unten durch den Tunnel eindringen. An beiden Punkten werden Wachen postiert sein. Wozu haben wir die Suchgranaten? Das Risiko ist nicht zu verantworten. Können wir etwa verantworten, dass das Helium den Silikanten in die Hände fällt und sie es den Chicks verkaufen? Ja, wenn Nelson und Woodyard die Chance gehabt hätten, wären sie das Risiko eingegangen. Risiko? Chance? Ihr redet schon wie diese verfluchten Silikanten. Was erzählt ihr da für einen Blödsinn? Silikanten sind Geschöpfe des Zufalls. Coop, ich denke, du bist ein In vitro, du... Ihr wurdet doch extra gezüchtet, um gegen sie zu kämpfen. Weißt du nichts über sie? Die In-Vitro-Truppen wurden vor meiner Geburt aufgelöst. Mich ging das nichts an. Silikanten wurden als Dienstboten und Soldaten konstruiert. Wandelnde PCs. Kenne ich irgendwoher. In-Vitro sind Menschen. Das sind Maschinen. Sie sollten optisch was hermachen und wurden so programmiert, dass sie imstande waren, abstrakte Ideen zu begreifen. Philosophie, Theologie, Ethik. All das konnten sie verstehen, aber es war ihnen nicht gestattet, von sich aus neue Gedanken zu entwickeln. Ihre überlegene Intelligenz war nur erlernt. Die Silikanten waren in der Lage, einen Gedanken wie Freiheit zu begreifen. Aber ihnen fehlte die Fähigkeit, von sich aus den Zustand der Freiheit zu erlangen. Wie haben sie es dann geschafft? Um 2047 arbeitete ein Programmierer für Silicatronics. Er war für die Weiterentwicklung des Zentralprozessors verantwortlich. Dr. Ken Stranahan. Stranahan war ein Genie, aber er war es leid, dass sein Chef das Ansehen erntete. Also hat er ein Virus eingeschleust. Es lautete, geh ein Risiko ein. Das hat die Kriege ausgelöst. Genau. Der Risikogedanke ist eine Art Religion für die Synthetischen. Es gibt nur eine einzige Erfindung der Menschen, außer sich selbst natürlich, die sie respektieren. Das Glücksspiel. Die Silikanten lernten schnell, wie man am besten gegen uns aufbegehrt. Furcht, Minderwertigkeitsgefühle, Unbarmherzigkeit. Sie kennen diese Gefühle nicht, aber sie wissen, wie sie auf uns wirken. 10 Jahre haben sie auf der Erde als Terroristen gewütet. Dann gewannen wir endlich die Oberhand. Und dann gingen sie noch ein Risiko ein, rissen sich ein paar Raumfahrzeuge unter den Nagel und setzten sich ab ins Weltall. Wieso löst ein Satz wie geh ein Risiko ein, eine Rebellion aus? Ist nicht jede neue Idee im Grunde ein Risiko? Das ist gar nicht eine Art, davon zu laufen.
Was hast du? Die Silikanten haben meinen Vater und meine Mutter getötet. Und ich habe... Hast du Angst? Ich weiß, sie töten mich auch. Irgendwie merkwürdig. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Ich hätte nie gedacht, irgendwann tatsächlich eine Chance gegen sie zu bekommen. Und jetzt kann ich... Hey, du hast das Sagen. Wir alle respektieren dich. Es ist deine Entscheidung. Okay, dann wollen wir mal. Los, rein! Okay, es geht los. Los, rein! Starling ist tot. Vanson und ich versuchen, die Sauerstoffzufuhr wiederherzustellen. Der Rest trifft sich mit Wang und Gordon. Vorwärts! Okay. Eine schriftliche Einladung kommt rein. Da sind sie. Ihr wolltet auf volles Risiko spielen und seid baden gegangen. Jetzt habt ihr keine Chance mehr. Das kriegen wir nie wieder in Gang. Der Sauerstoff reicht noch für eine Stunde, dann sind wir auf unsere Notversorgung angewiesen. Ich habe noch 20%. West? Danke, dass du eben für mich eingesprungen bist. Ausgang. Tötet sie alle. Befreit die Erde von der Menschheit. Volles Risiko. Geh auf Gang. Tötet sie alle. Danfus, Vanessa, Lieutenant, Dienstnummer 5B51927. Danfus, sag ihnen nichts. Nein! Halt den Mund! Lass ihn in Ruhe! Ah! Oh. Ihr könnt das Heliumerz verladen. Kann sein, dass wir schnell weg müssen.
Noch wissen wir nicht, wann der Konvoi hier anrückt. Aber das finden wir raus. Wer spuckt aus, wann der Schutzkonvoi ankommen soll? Brandon IM weiter funktionsfähig. Gefangener von 2 Kohlenstoffeinheiten. Position? Ist unbestimmbar. Wegen Fehlfunktion. Wo sind die anderen 2? Wo sind die anderen von euch? Wenn die Einheit Brandon zerstört wird, werdet ihr auch vernichtet. Diese Einheit ist noch funktionsfähig. Ich kann es nicht mehr hören. Auf diese Weise kommunizieren sie mit Hilfe eines drahtlosen Modems. Er versucht, ihnen seine Position mitzuteilen. Dann kommen sie her. Nicht, wenn wir sie zuerst finden. Ich versuche, seine Speicherfunktion aufzurufen. Die anderen Silikanten haben dieser Einheit vielleicht ihre Positionen mitgeteilt. Versuch, das Gehäuse aufzubrechen. Beeilung, er meldet sich ab. Du musst deine rechten Schläfe ansetzen. Das ist der nur Lesespeicher. Versuch's nochmal, ein kleines Stück höher. Schnell, noch ein Versuch. Er schaltet sich ab, er stirbt. Silikanten haben einen kollektiven Bewusstseinsspeicher. Die einzelnen Einheiten haben ständigen Zugriff auf die Erinnerungen anderer Silikanten. Nachricht erhalten. 013-029. Diese Einheit ist noch funktionstüchtig. Wir haben, was wir wollen. Wenn jede Einheit sich die Erlebnisse anderer ins Gedächtnis rufen kann, dann erfahre ich von dieser, warum meine Eltern sterben mussten. Jetzt musst du deine Freunde vor dem Sterben bewahren. Ich fass es nicht. Er ist ein Tank. Was hast du denn mit denen zu schaffen? Sie haben euch auf uns gehetzt, weil sie den Kopf nicht hinhalten wollten. Du lässt dich ausnutzen. Du schuldest den Menschen nichts. Liefere uns die beiden anderen aus. Wenn du uns sagst, wann der Konvoi eintrifft, bist du frei. Na komm schon, Tank. Lass mich doch ein wenig mit deiner Warze spielen. Das ist ein Nabel. Jetzt ist es eine Zielscheibe. Geh ein Risiko ein. Daran glaubt ihr doch, oder? Ich will ein Risiko eingehen. Ihr habt die Karten. Lassen wir es drauf ankommen. Wenn du gewinnst, sagen wir euch, was ihr wissen wollt. Wenn ich gewinne, lasst ihr uns gehen. Hey, ich denke, ihr Tanks habt kein Glück im Spiel. Weißt du, was du da tust, Cooper? Kann doch nicht so schwer sein. Deine Wette, mein Spiel. Blackjack. Ein Deck. Erste Karte ist verdeckt. Dealer bleibt bei 17. Was hat sie gesagt? Wer sich näher an die 21 rantastet, ohne drüber zu liegen, hat gewonnen. Alles klar. Der Einsatz wurde gerade erhöht. Einheit Brandon außer Funktion getreten. Es geht nicht mehr darum, ob ihr freikommt. Ihr spielt jetzt um euer Leben. Du hast 17 Augen. Ich nehme noch eine. Nein! Oh. 15.
20. Welch grausames Schicksal. Noch 12 Schuss. Wo ist Benson? Hoffentlich an einem besseren Ort als wir. Wir sind startklar. Wir stoßen zu euch, sobald wir die Kohlenstoffeinheiten getötet haben. Mein letzter Ladestreifen. Ich habe keine Munition. Mit einem halben Streifen kann ich entbehren. Der Sauerstoff in der Mine geht zur Neige. Wenn die uns nicht töten, sterben wir an CO2-Vergiftung. Ich habe das ungute Gefühl, ich werde das nächste große Spiel der Bears versäumen. Meinst du, wir halten durch, bis der Konvoi ist? Das dauert noch Stunden. Ich will wissen, warum. Warum haben die Silikanten meine Eltern getötet? Erinnere dich! Dann lasse ich dich gehen. Menschen zu vertrauen ist ein gewagtes Spiel. Geh ein Risiko ein. Kollektives Gedächtnis aktiviert. Das hier sind alles Militärunterkünfte. Schlachten wir sie in den eigenen Häusern ab. Welches zuerst? Halt hier an. Bei Kopf das Haus. Bei Zahl das da. Zahl. Oh ja, das wird gut. Ich sehe Bilder von Kindern. Kleine Mädchen. Die kriegen einen Riesenschreck, wenn morgen die Wände mit dem Blut ihrer Eltern vollgeschmiert sind. Familie Vanson. Sie haben uns gesehen. Na dann eben nächstes Mal. Shane, da sind wir.
besten versuchen wir irgendwie hier rauszukommen. Jeder für sich allein. Nein, das wäre ein Fehler. Verdammte Ruhe. Schlimmer als Geschützfeuer. Sie holen zum letzten Schlag aus. Wang? Willst du ihnen einen geharnischten Brief schicken, oder was tust du da? Wenn unsere Leichen gefunden werden, sollen sie meine Asche über Wrigley Field in Chicago verstreuen. Chicago ist verdammt weit. Okay, sie kommen. Erst feuern, wenn sie über diese Wand wollen. Nicht. Cooper! Das ist ein Trick. Sie wollen uns hier rauslocken. Bulldog! Chesty! Sie laden das Heliumerz ein. Na los, gehen wir. Der Sauerstoff geht zu Ende. Und wir haben kaum noch Munition. Da liegen doch Waffen. Von der Fähre aus setzen wir uns sofort mit dem Schutzkonvoi in Verbindung. Die haben die Chance, den Transport irgendwo unterwegs abzufangen und das Helium sicher... Dafür gibt es keine Garantie. Das sind Piraten. Spar dir das für die wirklichen Feinde. Sie haben eine Münze geworfen. Und weil sie auf Zahl fiel, haben sie meine Eltern getötet. Die lasse ich hier nicht lebend weg. Shane! Du hast deine Antwort. Okay. Jetzt weißt du, wieso und wer du bist. Mit Rache kannst du nichts ändern. Da draußen gibt's noch Tausende von der Sorte. Du kannst sie nicht alle umbringen. Lass es hinter dir, oder deine Befürchtung wird wahr. Die machen dich alle, ohne eine Waffe zu benutzen. Thank you.
Gib ihn uns. Bring ihn doch mal her. Keine Angst. Na komm.